Mittlerweile 3 Monate oder im 3. Monat tobt der Krieg in der Ukraine, Putins blutiger Krieg, der dort weitergeht. Und wir wollen uns heute wieder einmal verschiedene Fronten ansehen. Fronten, an denen Russland versucht vorzurücken, Fronten, an denen die Ukraine versucht, sich zu verteidigen. Und wir schauen uns erst einmal kurz die Gesamtlage im Land an. Nämlich hier im Osten des Landes gibt es eben weiterhin diese Großoffensive, die dort tobt. Wir sehen hier oben in der Region Kharkiv, in den Regionen Lugansk und Donetsk, überall versucht Russland vorzurücken. Aber wenn wir uns genau das angucken, dann sehen wir, die Vormärsche sind sehr, sehr langsam, sind sehr kleine Vorstöße, die dort gelungen sind. Und den Ukrainern gelingt es auch immer mehr, diese riesige russische Offensive dort aufzuhalten, teilweise sogar zurückzuschlagen. Trotzdem, die Realität ist, Russland rückt weiter vor und Russland hat gestern, wir haben es gehört, eine Großstadt eingenommen, die Stadt Popasna, eine Stadt in der Region Lugansk. Und wir wollen uns das einmal angucken, wie das dort aussieht. Und das sind leider, wenn man so möchte, die altbekannten Bilder. Wir sehen hier tschetschenische Kämpfer der russischen Armee, also Kämpfer von Herrn Ramzan Kadyrov, diesen Tschetschenenführer, der aber Putin direkt unterstellt ist. Und die gehen hier durch die Trümmer von Popasna, eine Stadt, die ehemals 20.000 Einwohner hat. Auch diese Stadt, und deshalb ist es für mich persönlich schlimm, das zu sehen, habe ich selbst besucht, bin da durchgefahren, habe da mit Menschen gesprochen, 2019. Das jetzt alles so völlig in Trümmern zu sehen und alle Menschen geflüchtet zu sehen, ist natürlich wirklich grausig. Wir sehen also hier, man feiert offenbar die sogenannte Befreiung. Und Befreiung heißt in dem Fall nichts anderes als die komplette Zerstörung, Entvölkerung der Stadt. Und sämtliche Menschen, die da einmal gelebt haben, sind entweder tot, verletzt oder geflüchtet. Die Ukraine hat diese Stadt 6 Wochen lang verteidigt. Wir sehen es hier, also wirklich eine Großstadt mit 10-gestöckigen Häusern. Oder nicht eine Großstadt, 20.000 Einwohner, aber es ist eine relativ große Stadt für die Region. Und da mittlerweile nur noch tschetschenische Einheiten. Wagner-Söldner, wissen wir, haben mitgeholfen, diese Stadt zu erobern und eben reguläre russische Soldaten. Das also die russischen Vormärsche, die dort weiter vorangehen. Wir wollen uns aber auch mal ansehen, was die Ukrainer machen. Nämlich nochmal ganz kurz. Popasna ist dieser Vorsprung hier, ist dieser rote Zipfel sozusagen unter Kramatorsk, der erobert wurde. Wir gucken uns jetzt die Region Izium an hier oben. Auch dort versuchen die Russen weiter vorzudringen. Doch dort gelingt es den Ukrainern immer besser, die russische Offensive zurückzuschlagen. Und zwar nach altbekanntem Muster, wenn man so will. Wir haben also die ukrainischen Drohnen, die sich ganz genau die Ziele ansehen, die sich angucken, wo verstecken sich die Russen, wo sind die schweren Artilleriegeschütze der Russen versteckt. Und natürlich sind sie in diesen Wäldern zwischen den Feldern, das kennen wir auch aus Deutschland. Also man hat ein großes Feld, dann eine kleine Waldreihe und dann nehmen wir ein zweites großes Feld. Wir haben eben kurz ein Foto gesehen, Akazia heißen die, 2S3 Artilleriegeschütze. Und die Ukrainer machen dann das, was sie am besten können, nämlich mit ihrer lasergestützten Artillerie, mit dieser genauen Artillerie, die ganz genau treffen kann, diese Ziele anzugreifen, die vorher von der Drohne aufgeklärt wurden. Und wir gehen einfach mal weiter nach vorne und sehen dann, wie erfolgreich das Ganze ist. Wir haben also hier eine riesige Explosion. Wir sehen die gleich nochmal im Detail. Dort werden also die russischen Geschütze, die dort stehen, die russischen Geschütze, die sich verstecken, von dort aus auf ukrainische Soldaten und Städte schießen, werden dort angegriffen und werden dort eben zur Explosion gebracht. Wir sehen hier ein Artilleriegeschütz, was brennt und was jetzt gleich explodiert, wenn nämlich die gesamte Munition, die in und um diesem Geschütz gelagert ist, dort sozusagen sich in Luft auflöst. Da sehen wir es, eine riesige Schockwelle. Alle Soldaten, alle russischen Soldaten, die dort stationiert waren, sind tot. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass jeden Tag zwischen 100 und 200 russische Soldaten dort sterben. Während also Putin den Sieg feiert, sozusagen über Nazi-Deutschland natürlich, und das Ganze propagandistisch auch benutzt, um eben diesen Krieg zu verteidigen, sterben seine Soldaten jeden Tag zu mindestens 100 in der Ukraine. Wir wollen uns noch eine weitere Schlacht ansehen, und zwar nicht den Osten, sondern wir gucken uns jetzt mal den Süden des Landes an. Hier unten, man sieht es kaum, das ist die Schlangeninsel. Diese kleine Schlangeninsel, die am Anfang des Krieges von Ukrainern verteidigt wurde. Sie haben sich dann zurückgezogen, weil einfach eine riesige russische Übermacht aus Schiffen vor ihnen waren. Versuchen uns das auch noch mal so anzusehen. Also eine sehr kleine Insel, wo man eigentlich denkt, ja, was soll das? Warum ist sie denn so wichtig? Hier sehen wir sie. Aber wir werden gleich sehen, diese Insel ist extrem wichtig für die russische Armee. Denn die russische Armee hat den Willen, Odessa, was wir hier sehen, abzuschneiden von der westlichen Versorgung, von jeder Art von Wirtschaft. Und wir haben hier die besetzte Krim auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir hier unten Rumänien, hier haben wir Moldawien. Das heißt, wir haben auch NATO-Gebiet dort in der Nähe und wir haben dort die Möglichkeit noch, dass dort Nachschub langkommt. Deshalb ist diese kleine Insel hier im schwarzen Fleck extremst wichtig für die Russen, diese zu besetzen, um eben hier, wir können es auch kurz einmal einzeichnen, um eben
hier sozusagen einen eisernen Vorhang zu schaffen, um eben Odessa abzuschneiden von der Versorgung und das hier quasi alles auch unter ihre Kontrolle zu bringen, ohne dort überall präsent zu sein. Die Ukrainer wollen das verhindern und wir sehen uns einfach mal an, wie das in den letzten Tagen passiert ist. Das ist die Schlangeninsel, die Russland versucht hat anzugreifen. Und Russland hat dann seine Landungsschiffe geschickt, das heißt, Russland ist mit Schiffen dort rangefahren und hat versucht, diese Insel, die kurzzeitig leer war, nachdem die Ukrainer abgezogen sind, dort zu besetzen. Aber was Russland nicht weiß oder offenbar weiß, aber nichts dagegen machen kann, ist, dass hier immer eine ukrainische Drohne rüber fliegt, und zwar vom Typ Bayraktar, eine türkische Drohne. Und diese Drohne, wir sehen es hier, schießt auf die Landungsschiffe und zerstört dann die russischen Schiffe, die dort ankommen. Und das ist ziemlich dramatisch, weil wir sehen, dass hier wirklich viele Luftangriffe erfolgen, dass die Russen offenbar keine Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren. Und in den letzten Tagen haben die Russen ihre Strategie geändert. Das heißt, sie haben versucht zu sagen, okay, wenn wir da nicht mehr mit Schiffen hinkommen, weil unsere Schiffe so sehr gefährdet sind, dann versuchen wir es mit Hubschraubern. Sie haben also gesagt, okay, wir setzen unsere Spezialtruppen dort mit Hubschraubern auf der Insel ab. Und das ist das Letzte, was wir uns angucken wollen. Diese Hubschrauber sind jetzt hier gleich zu sehen. Da sehen wir den Hubschrauber, hier oben, hier steht er. Und wir sehen, wie die Leute Munition ausladen. Das heißt, wir sehen russische Soldaten, die sich darum bewegen, Munition ausladen und versuchen sozusagen, hier einen Stützpunkt aufzubauen. Also hier eine Präsenz auf der Insel aufzubauen. Doch auch hier, das Ganze gefilmt von einer ukrainischen Drohne, sehen wir, weder der Hubschrauber noch die Soldaten außenrum überleben dieses Abenteuer. Die ukrainische Drohne vom Typ Bayraktar zerstört den Hubschrauber, zerstört die Menschen dort, die Soldaten dort. Und mittlerweile ist es auch bestätigt von russischen Quellen, dass dort dieser Mi-8-Hubschrauber eben von der Bayraktar-Drohne zerstört wurde. Also der Kampf um die Schlangeninsel ist noch lange nicht zu Ende. Ein kleines Stück Land mitten im Schwarzen Meer. Russland will es unbedingt haben. Die Ukraine hält weiter tapfer dagegen.